weit. Ist das nicht schön? So richtig wunderschön, wenn wir hier in unser Lausitzer Universum Karneval feiern. Ganz Berlin schaut heute neidisch und voller Respekt zu. Ja, unsere Karnevalshochburg ist rechtzeitig fertig geworden. Ich sage ja immer, Karneval macht diese stressige Welt erst so richtig schön. Wir Karnevalisten können reden, singen, tanzen, lachen. Wir Karnevalisten sind mutig und trauen uns was zu. Der Sender, der das hier überträgt, sich mit Recht RBB-Anstalt nennt. Wir Büttenredner haben es ja manchmal nicht leicht. Ja, wir müssen unser Bewährungsmanuskript für unsere Rede bei der Anstalt einreichen. Weil die Rhetoriker, die haben bei uns entdeckt, es ist manches sprachpolitisch unkorrekt. Man höre und staune. Die Rhetoriker der deutschen Sprachen sind sogar schon in der Schweiz vorstellig geworden. Für den Begriff Schwarzgeld steht jetzt der Euro mit Migrationshintergrund. Hier vor der Bühne, der Politstammtisch steht wieder gut im Bild. Ich sage mir ja immer wieder, Ehrengäste sind manchmal auch Ikonen, die sich überhaupt nicht lohnen. Weil sie hier vor der Bühne prahlen und überhaupt keinen Eintritt zahlen. Ich grüße einen echten Ehrengast, den langen Kerl aus Potsdam, den naturell hauptamtlich gewählten Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. Herr Ministerpräsident, Sie haben ja einen grandiosen Wahlerfolg erlitten. Sie können ruhig mal aufstehen und für sich selber klatschen. Wir stimmen dann ein. Über 80% der Brandenburger sagen ja, wir haben einen guten Ministerpräsidenten. Oder Herr Landesvater, haben Sie die Zahlen vom ADAC machen lassen? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich konnte es ja kaum glauben. Herr Ministerpräsident, Sie sollen bei Ihrem Amtseid gesagt haben, so wahr ich Gott helfe. Und Ihre eigene Partei erst, Herr Ministerpräsident, ich bleibe dran. Da wird ja gemunkelt, bei dem Woidke zeigen sich bereits monarchistische Züge. Aus seinem Umfeld war zu hören, der Ministerpräsident denkt daran, das brandenburgische Landtagsschloss schließen zu lassen, wegen Eigenbedarf. Und die große Politik erst. Deutschland einig, Krokoland. Und der Hammer des Jahres, der Vizekanzler Sigmar Gabriel, der wird immer dicker. Wenn der über seinen Schatten springt, braucht er einen Takt, wenn er wieder aufkommt. Stand!
Es stand sogar in der Apotheken-Bravo. Gabriel sollte schon sogar nachts den Kalmut seinen Kleidersack geplündert haben. Und überall schwebt natürlich unsere Kanzlerin Angela Merkel, die Maria-Erscheinung der CDU. Ich sage ja immer, wenn unsere Angie in ihrem Hosenanzug ein Mann wäre, dann wüsste man wenigstens, wie der liebe Gott aussieht. Aber was kommt nach der Merkel-Regierung? Furchtbar. Der Kampfdackel von Honecker, hier der Gysi, der bekommt keine Ministerposten. Nee, das geht gar nicht. Und die steuerhinterziehungsbelastete und selbsternannte Frauenrechtlerin Alice Schwarzer als Familienministerin. Nein, das geht doch gar nicht. Ich sage da ja nur, bei ihrem Kopf muss erstmal eine Inventur stattfinden. In einer Talkshow hat sie ja behauptet, schon alleine der Begriff Dosenpfand wäre frauenfeindlich. Und sie ist sogar der Meinung, die leckere Eierschecke sollte auch aus dem Angebot der Konditorei rausgeschmissen werden. Fertig ist sie. Naja, was gibt's noch für Alternativen? Da wäre noch Boris Becker als Bildungsminister und Hoeneß als Finanzminister. Und beim Rauchverbot, da wären wir dann alle wieder quitt. Dank Gesundheitsminister Helmut Schmidt. Wer von sich glaubt, etwas zu sein, der reiht sich in die Kommunalwahl ein. Die Stadt Cottbus mit seinen begrenzten Möglichkeiten. Ja, das sieht nicht gut aus. Die haben ja jetzt einen neuen Oberbürgermeister bekommen, die Stadt Cottbus. Wow. Damit ihr alle weiß, wie er heißt, Holger Kelch, hier vorne sitzt er. Steh doch mal bitte auf, mein kleiner Holger. Der Oberbürgermeister, das ist ja ein ganz feiner Mann. Der raucht nicht, der trinkt nicht. Nur mal ganz selten einen Regionalwein aus seinem eigenen Kelch. Der Region... Entschuldigung, hast du den Schluck da? Nee, nicht. Danke. Der Regionalwein, ein Himmelstrank mit Fug und Recht. Und den trinkt auch unser Sonny bei, Holger Kelch, mit dem er in den Himmel möchte, weil er weiß, der Dispo des Herrn ist unbegrenzt. Schauen wir mal, was aus dem Schulenberg wird, ne? Ja, für mich war's. Ja, für mich war es ja hier bei dieser tollen Gabe Holstepp der Adler laut Statistik der 14. Auftritt. Hey Mann,
Hey Frau, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Karneval und morgen in aller Frühe einen gestreuten Heimweg. Cottbus, Hellau, Kapoe, Brandenburg, danke. Hellau. Hellau. Hellau.